Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimani Quo mit der 64. Folge von Horizon. Wieder Horizon. Mit Deception 14 Nightmare Princess. Ich will Horizon unbedingt aufnehmen, das wird auch wahrscheinlich die nächsten Tage geschehen. Aber jetzt mal Deception 14 Nightmare Princess dran und ja, dann wollen wir mal auf Folterforscher. Ja. Ja. Ein Mitglied der geheimnisvollen Folterforscher des Ordens, ja. Seine Forschungen konzentrieren sich auf Schmerzen. Vor allem auf die intensive und Übertragung von lokalen Schmerzen, die mentale und physische Effekte von purer Schmerz und dem Tod. Er kann den Anblick von Blut nicht ertragen. Seine Forschungen beschäftigen sich mit den mentalen Auswirkungen der Dunkelheit. Er hat bereits zahlreiche Experimente mit wahrer Dunkelheit vorgenommen, indem er Menschen mit Schwarzmagie den Augenlicht nahm. Nun hält er die diverse Reaktionen von Testobjekten fest, die sehen können. Zwischen den Experimenten löscht er gerne mal das Licht und schaut in die Sterne. In dieser Prüfung fährst du durch, wenn du Fallen verwendest, die keine statistischen Fallen sind. Du darfst jedoch Fähigkeiten. Okay, ich darf nur die. Habe ich viel. Ich darf ja hier nur statistisch Fallen benutzen, alles klar. Nö. Nö. Hat weh. Ach, das ist ja wie bei den Gelben. Mal ein bisschen mehr Spannung hier reinbringen. Ja, ich schock mich lieber selber. Nein, Leute, ihr stinkt. Wie ihr stinkt. Alles klar, ihr seid solche Arschlöcher. Ja. Oh, mal gucken. Noch eine Falle. Oh, what the fuck? Oh,
Na. Alter. Ja, ist klar. Ach, fick dich langsam, ey. Scheiße. Muss er hier? Ich will mich lieber selbst außer Gefecht natürlich. Du zauberst nicht. Weg mit dir. Ich hab dir gesagt, nicht zaubern. Wieso? Ja klar, so schnell, ja. Jo. Stark. Ja, ist klar. Das ist doch eine Verarsche hier.
Richtige Verarsche. Ja, und da beißt mich der Drecksköter. Eine Folge, wo ich nur verliere. Geil. Oder? Ja. Ja klar. Der hat keinen Spaß. So, der war erstmal in der Hände. Ja. Hallo. Ist das also sogar sie beängstigt? Genau wie die Experimente. Ja. Nix, da drin kommst du nicht mehr. Das ist also Schmerz des Todes. Letztes Mal würde ich es gerne länger genießen. Umarmung der Jungfrau. Hört sich ja wie nach einem alten Fall an. Sogar ein S bekommen. So. Umkleidekabine. Hier eine beliebige. Eine Kinderpuppenwahrheit. Alles klar. Dialog ändern. Fein. Ich denke mal, die kommt aus der Wand. Gewicht behalten. Ja. Kendo.
Rückzieher Yasu. Echter Name Yasu Soma. Mitglied der Kendo Clubs in der Pan-Akademie. Bei der Wettkämpfe ist er immer die Nummer 2 des 8-Mann starken Teams. Ein großer junger Mann, der auf das Gesicht anvisiert. Seine Ruhelosigkeit bringt ihn oft dazu, sich noch vor einem Gegenüber zu bewegen, woraufhin er sich sofort zurückziehen muss. Er betreibt seit Jahren mit Sakuroko Kendo, doch sie sieht ihn wegen seinen ständigen Rückzieher auf. Voreilige Sakura Kiko. Oh. Ja, Baba. Das einzige Mitglied des Kennungsclubs, hier Mädchen an der Fahnenalchemie. Sie trainiert mit den Jungs und jeder in der Schule weiß, dass sie die beste Kämpferin an der Schule ist. Tief im Inneren ist sie ein guter Mensch, doch sie hängt mit Kaoyosu Clique rum, um ihre Schwester Karuko Gesellschaft zu leisten. Yasu ist für sie nur so ein etwas wie ein kleiner Bruder. Wo ist hier eine Kennopuppe? Da ist eine Kennopuppe. Okay. Wie immer starten wir mit den. Mal gucken. Na, wollt ihr es? Ihr wollt es. Und zack. Es war alles ihre Schuld. Sie hat Kaio gepackt. Ich will den auch mit dem Candlestick schlagen. Das macht Spaß. Komm, 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 oh, komm schon, komm. Dann nimm so. Achtung, Kendo-Stick, jetzt. Und tschüss. Besieger empfand mit einem Kobong, die, ja, einen... Aber ich verliere nie im Kendo. Diesmal schon. Prüfung bestanden. Alles klar, jetzt haben wir wieder was Neues. Du bist... Nein. Das ist unmöglich, Kantana Fuyuno. Das habe ich mir gewünscht, aber... Sie ist verschwunden. Was hat sie sich gewünscht? Ah. Okay. Also das müsste ich nochmal machen. Wie meint ihr das mit den 4 Stufen? Mhm.
Okay. Also wir müssen das nochmal machen. Ah, verstehe. Ich verstehe. Ja, ist klar. So, na los. Ja, ist klar. Leute, diese Folge wird ein bisschen eine kleine Überlänge haben. Ich versuche das jetzt mal hier fertig zu kriegen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ja, nee. Fickt euch doch sonst wohin, ey. Ja, klar. Zurück zu Moni. Ja. Leute, das muss ich jetzt mal gucken, wie ich das löse. In dementsprechend sag ich mir mal, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamer die Quo ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da.
Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.